Der hat von uns was gelernt, oder? Hat er abgeguckt wieder? Wer kennt man diese Stimme nicht? Sebastian Haller. Der war der beste Elfmeterschütze, den wir je hatten. Gute zu einer neuen LG OLED Evo Challenge. Heute haben wir zwei Legenden bei uns, unter anderem Erwin Skeler und den Fußballgott höchstpersönlich Alex Meyer. Vorab die Frage an euch beiden. Jungs, seid ihr bereit? Ja. Absolut. Wir haben heute drei Kategorien rausgesucht. Zum einen Elfmeter, ja oder nein. Zum anderen rote Karte, ja oder nein. Und ihr kriegt noch drei Audioschnipsel von mir vorgespielt und müsst dann entscheiden, wer es gesagt hat. Es ist entweder ein aktueller Spieler oder eben ein ehemaliger Spieler, der für die Eintracht mal aktiv war. Ich würde sagen, let's go. Ihr kennt die Regeln. Mal schauen, wer am Ende die Punkte holt. Wir beginnen mit der ersten Kategorie. Elfmeter, ja oder nein. Hier haben wir die erste Situation. Der 14.09.2014, da spielt die Mannschaft von Thomas Schaaf und ihr müsst genau hinschauen. Hier seht ihr die Situation noch einmal. Gibt es einen Elfmeter in dieser Situation? Ja oder nein? Jetzt darfst du sagen. Einmal umdrehen, damit ich deine Karte aussehe. Du sagst nein und du sagst ja. Schiedsrichter Manuel Gräfe pfeift in der Situation nicht ab. Ein Punkt geht schon mal an dich, Alex. Erwin, du hast noch gut und viele Chancen, keine Sorge. Es geht weiter mit der nächsten Szene und zwar diese hier. Am 32. Spieltag, den 7.05.2008 gegen Wolfsburg. In dieser Situation gibt es einen Elfmeter, ja oder nein? Erwin sagt ja, Alex sagt nein. Und Schiedsrichter Peter Sippel gibt direkt den Elfmeter. Alex, den Punkt hast du verschenkt in dem Fall. Da hält auch fest, da ist auch da unten Kontakt. Heutzutage ist beides ein Elfmeter, wenn man auch dann anschaut. Also in dem Fall, Ioannis Amanantidis, der schießt eiskalt den Elfmeter ins Eck. Der hat von uns was gelernt, oder? Der hat von euch was gelernt. Habt ihr ihm das so beigebracht? Sehr gut. Dann haben wir noch eine letzte Situation. In dieser Saison sind wir zu Hause bei uns, 2017-18 gegen Borussia Dortmund. Ich spiele es mal ab. Wir schauen mal drauf. Heimspiel für unsere Adler. Und in dieser Situation jetzt gleich ein Foul an Ante Rebic. Gibt es in dieser Situation einen Elfmeter? Ja oder nein? Alex sagt nein. Ich glaube schon auch, dass es Erwin sagt auch nein. Wir gucken mal kurz, wie der Schiedsrichter Robert Hartmann entscheidet. Eine Karte wird schon mal gezückt. Ja, dann ist Elfmeter. Und es gibt tatsächlich einen Elfmeter. Sebastian Haller. Verwandelt. Der war der beste Elfmeterschütze, den wir je hatten. Der war eiskalt. Ja. Das sieht man auch wieder an diesem Tor. Also in dieser Situation für euch beide leider kein Punkt, weil ihr beide falsch geraten habt. Aber wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie und zwar rote Karte, ja oder nein. Wir befinden uns am 19.08.2006 gegen VfL Wolfsburg und da war schon die Situation. Kyriakos hier. Kriegt er eine rote Karte, ja oder nein? Ja. Du sagst ja, Alex sagt nein. Alex, du warst tatsächlich im Kader. Genau, aber ich kann mich nicht. Aber so wie es aussieht, wird es wohl rot werden. Ne? Er geht nochmal zurück und jetzt die Entscheidung, die rote Karte. Erwin, das gibt einen Punkt für dich. Und wir gucken uns jetzt mal die nächste Situation an. Wir befinden uns am 18. Oktober 2004, damals noch in der zweiten Bundesliga. Es geht gegen den TSV 1860 München und hier die folgende Situation. Gibt es in dieser Situation eine rote Karte, ja oder nein? Alex, war dein erstes Jahr, da musst du schon erinnern. Alex sagt nein. Erwin? Wenn ich den Linienrichter sehe, dass der auch sofort dann gar nicht die Fahne hochhebt, dann würde ich auch nein sagen. Nein? Nein. Okay, wir schauen mal weiter. Ach. Genau das. Oh, nee. Der Schiedsrichter war damals Thorsten Kinhöfer.
Und der gibt in der Situation, nach kurzer Absprache mit seinem Assistenten, ihr seht es, die rote Karte gegen Torben Hoffmann. Okay, an dieser Stelle kein Punkt für euch beide, denn beide falsch geraten. Es gab eine rote Karte und wir kommen zur letzten Situation. Man sieht es hier schon, Europa League gegen Benfica auswärts. Gibt es in dieser Situation eine rote Karte? Ja oder nein? Alex, Erwin hat schon entschieden. Ich weiß gar nicht, wie die Regel damals war, aber ich schätze mal ja. Beide sagen ja. Direkt die rote Karte. Dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Kategorie. Es gibt drei Audioschnipsel, die ich euch vorspielen werde. Und dann schauen wir mal, ob ihr raten könnt, wer es ist. Was bedeutet das jetzt für Sie persönlich, ausgerechnet heute hier das entscheidende Tor zu machen? Na, vielleicht spricht er für eine schlechte Vereinskarriere, aber ist einer von meinen Höhepunkten in meiner Karriere auf Vereinsniveau. Gegen Bayern zu gewinnen, gegen eine von den besten Mannschaften der Welt. Vielleicht nicht heute, aber über Jahre. Bayern kennt jeder. Kennt meine Tochter, die ist 3 und dann, das ist wirklich ein super Gefühl. Ist es in dieser Situation A. Frederik Rönno, B. Jørn Andersen, C. Jan-Arge Fjørtoft oder D. Tore Pedersen? Oh, das ging schnell. Alex? C. C. Jan-Arge Fjørtoft. Erwin? Auch C. C, Jan-Arge Fjørtoft. Ein Punkt für euch beide. Diese Stimme nicht. Ja. Ihr habt recht. Kennt man diese Stimme nicht. Das wäre schlecht, tatsächlich. Ja. Wäre schlecht. Was bedeutet das jetzt für Sie persönlich, ausgerechnet heute hier das entscheidende Tor zu machen? Na, vielleicht spricht er für eine schlechte Vereinskarriere, aber ist einer von meinen Höhepunkten in meiner Karriere auf Vereinsniveau. Es war im Jahr 2000 gegen den FC Bayern München auswärts. Da hat die Eintracht 1:2 gewonnen und Jan-Arge Fjørtoft hat den 2:1 Siegtreffer auswärts damals erzielt. Und das war das Interview danach. Okay, dann kommen wir auch schon zur nächsten Situation, beziehungsweise zum nächsten Audioschnipsel. Hört genau hin. Ihr seid aus dem Pokal raus. Bist du sehr traurig? Ja, ist man schon enttäuscht. Also, okay, wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die momentan also in super Form ist. Und wir haben versucht, heute defensiv gut zu stehen und danach durch Konter irgendwie eine Chance zu kriegen. In der ersten Halbzeit haben wir leider verpennt und haben das 1:0 bekommen. Aber in der zweiten Halbzeit, glaube ich, haben wir gezeigt, dass wir auch spielerisch mit solchen Mannschaften mithalten können. Und ich glaube, da können wir bauen. In dieser Situation ist es A. Makoto Hasebe, B. Junichi Inamoto, C. Naohiro Takara oder D. Durica. Erwin, du diesmal zuerst. Wer war es in deinen Augen? Durica. Durica. Hat er abgeguckt wieder. Hat er abgeguckt. Ihr habt beide recht. Duri, ihr seid aus dem Pokal raus. Bist du sehr traurig? Beim DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Schalke 04. Direkt das Interview nach dem Ausscheiden. Und jetzt gucken wir nochmal auf das letzte Audioschnipsel. Yeah, I mean, we looked forward to the Europa League in the last couple of weeks because we saw that in the league it would be really difficult to reach the Champions League spot. And I mean, we played some really, really cool and amazing games in Europe. And yeah, I think that we as players and also the fans, the club, the city, they live for matches and moments like we have had and yeah, played the last week. So it's been amazing. Ist das A. Jesper Lindström, B. Jens Petter Hauge, C. André Silva oder D. Yannick Hortz? Alex, ich lasse dich diesmal zuerst. B. Jens Petter Hauge. Erwin, ebenfalls B. Wir schauen mal in die Auflösung. Ist er, ich wusste, hab's schon ohne. We looked forward to the Europa League. Es war nach dem letzten Spieltag, letzte Saison jetzt, 2021-22, auswärts gegen Mainz. Und eben kurz vor dem Europa League-Finale in Sevilla. Das war's. Erwin, die Punkte gehen an dich heute. Du hast gewonnen. Obwohl du, Alex, tatsächlich öfter im Kader standest bei den Schnipseln, die wir hatten, als Erwin. Aufgrund des Altersunterschieds. Aber
Ist okay. Ich glaube, ich hätte ja, auch Frau, die Hälfte davon nicht gewusst. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Dankeschön. Ich hoffe, Alex, hat Spaß gemacht. Du verträgst Spaß gemacht, ja. Sehr schön. Du verträgst die Niederlage trotzdem ein wenig und es war ja sehr, sehr knapp. Wir bedanken uns bei LG und das war's mit der LG OLED Evo Challenge von uns.